Keine Angst, in diesem Video greife ich nicht zur Gitarre. Ich möchte aber, passend zu den Liedern, die ich spielen möchte, die Grifftabelle ja nutzen, um alle Akkorde mir von dem Lied anzeigen zu lassen und die Griffe ja direkt vor mir zu haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier California Blue von Roy Orbison spielen möchte, brauche ich ein C, ein F, den Akkord G und ja, das sind erstmal einfache Akkorde, aber es gibt ja auch komplexere. Ich nehme mal Hey Jude von den Beatles und da habe ich vielleicht auch ein F und ein BB und ja, ich möchte einfach schnell sehen, vielleicht auch am iPad oder an anderen Mobilgeräten hier ein Lied auswählen können, wenn ich diese Tabelle hier hinterlegt habe. Ja, und dafür muss ich natürlich A, die Akkorde pflegen, da habe ich mit angefangen, ne? Da habe ich zum Beispiel schon das H7, aber das lösche ich direkt mal. Ich drücke mal Steuerung Minus, tun wir mal so, als hätten wir noch kein H7. Und wenn ich jetzt auf meine Lieder zurückgreife, ne, dann möchte ich vielleicht Greensleeves Akkordbegleitung machen und ja nicht die Noten, sondern die Akkorde erstmal und das vielleicht von Heinrich dem VIII, zumindest aus der Zeit. Und dafür brauche ich ein EM, habe ich ein D, habe ich ein C, habe ich ein H7, habe ich nicht, habe ich ja gerade gelöscht. Zeigt er mir dann an, also diesen Akkord muss ich nachpflegen, sodass wenn ich zum Beispiel ja so Notensammlung habe, wo ja mir die Akkorde zwar angezeigt werden, ja, dann muss ich die aber trotzdem immer wieder rauspicken und das fällt mir hier so viel einfacher. Was brauche ich denn noch? Ein G brauche ich hier noch nach diesem aktuellen Blatt hier. Und das heißt, das H7, das pflege ich jetzt. Ansonsten, wenn ich nämlich Greensleeves auswähle, sehe ich, ja, H7 ist noch nicht belegt. Und da bei H7, da spiele ich im ersten Bund die D-Seite. D, Moment, hier, da ein Stern, ja, ich kopiere mir das Sternchen mal raus. So, und in dem zweiten Bund spiele ich die zweite, die vierte und die kleine E-Seite, die untere Seite. Ja, und das heißt, ich habe jetzt für meine Akkorde, habe ich jetzt hier die Grifftabelle entsprechend vorliegen. Sperrig Seiten, möchte ich nicht anschlagen, mache ich da einfach so ein Minus rein. Und da gilt es natürlich A, seine Akkorde zu pflegen, wenn man die nach und nach lernt. B, die Liedtexte, das ist jetzt alles nur Beispiel, ja, also die Liedtexte hier zu ergänzen nach und nach, das ist Fleißarbeit, aber ich habe ein paar Spalten ausgeblendet, ich habe mir noch Fotos meiner Noten gemacht, kann da direkt hier von hier drauf klicken, dann öffnen sich die Bilder, dann öffnet sich ein YouTube-Video hier in meinem versteckten Bereich, dass ich das Video dazu passend habe, dass ich auch weiß, wie ich ungefähr spielen muss. Also von daher, in diesem Intro erstmal, worum es geht und in den nachfolgenden Videos wird das Ganze gezeigt. Die Datei steht aber schon zum Download zur Verfügung. Das heißt, ich schmeiße einfach meine Lieder hier mal raus oder lasse nur hier Greensleeves drin und ja, jeder kann sich das bei Bedarf weiter pflegen. Ich habe hier erstmal 7 unterschiedliche Akkorde vorbereitet. Wenn ihr die Videoreihe gesehen habt, werdet ihr auch sehen, wie man sich das selber ergänzen kann. Von daher, ich freue mich auf Feedback und